So, auch die Aufgabe Nummer zwei, die ich für Sie ausgesucht habe, ist so ein Aufgabentyp, der immer wieder drankommt, fast regelmäßig kann man sagen, und der auch immer wieder von manchen Leuten als schwierig empfunden wird. Und deswegen machen wir den jetzt gemeinsam. Die Aufgabe lautet also, bei Ihrem Produkt Traumfänger ist der Absatz von 800 auf 950 Stück in der Periode gestiegen. Also wir haben eine Erhöhung von 150 Stück. Die Gesamtkosten sind dadurch von 380.000 Euro auf 432.500 Euro gestiegen. Innerhalb der Geschäftsleitung ist nun ein Streit darüber entstanden, wie die Kostensituation bei diesem Produkt ist. Sie wollen zur Versachlichung beitragen und haben sich die Aufgabe gestellt, mit Zahlen zu überzeugen. Sie haben sich also vorgenommen, folgende Werte zu berechnen. Erstens, wie hoch sind die variablen Kosten je Traumfänger? Und das machen wir jetzt miteinander. Wir wissen Folgendes. Wir wissen zum einen die unterschiedlichen Kosten und wir wissen auch die verschiedenen Stückzahlen. Wir haben einen Kosten von, ich schreibe hier mal hin, neu. Die Kosten neu sind 432.500. Das sind die Kosten, die entstanden sind bei einem Verkauf von 950 Stück. Hier habe ich überhaupt noch nichts gerechnet. Das steht alles in den Angaben drin. Dann habe ich die Kostensituation alt oder vorher, könnte man auch sagen. Da waren es 380.000 Euro an Kosten. Und was wir verkauft bzw. produziert haben, waren 800 Stück. Strich drunter. Was wir ausrechnen sollen, sind die variablen Kosten. Sie erinnern sich, variable Kosten sind die Kosten, die mit der Ausbringungsmenge steigen oder fallen, direkt proportional in dem Fall. Die Differenz in den Kosten beträgt 52.500 Euro. Das ergibt sich, wenn ich die 380.000 von den 432.000 abziehe. Und was ich mir jetzt noch ausrechnen muss, das ist die Differenz in den Stück. Das sind 150 Stück. So, und wenn ich die variablen Kosten suche, dann kann ich sagen, 52.500 Euro Kostensteigerung entsprechen 150 Stück und damit habe ich im Grunde schon etwas, was ich über den Dreisatz lösen kann. Und wenn ich also jetzt wissen will, wie ist es denn bei einem Stück, dann muss ich ja nur noch rechnen, 52.500 geteilt durch die 150 und dann bekomme ich einen Wert von 350 Euro. Und das sind gleichzeitig auch meine Kosten für die Variablen. Nochmal ganz kurz zur Erklärung. Die variablen Kosten sind dadurch bestimmt, dass sie mit der Beschäftigungsmenge oder der Produktionsmenge steigen oder fallen. Das heißt, nachdem die Fixkosten ja gleich bleiben, muss die Kostensteigerung, die sich hier ergeben hat, von alt zu neu, einzig und allein auf die Mengensteigerung zurückzuführen sein. Und wenn wir jetzt die Anzahl der Mengensteigerung hernehmen und ins Verhältnis setzen zur Kostensteigerung, dann wissen wir, wie hoch die variablen Kosten für ein Stück sind. Damit können wir dann schon gleich die zweite Aufgabe in Angriff nehmen. Ja, die passt hier noch gut mit drauf. Wie hoch sind die fixen Gesamtkosten? Die fixen Kosten sind ja die Kosten, die unabhängig von der Menge gleich bleiben. Und jetzt nehme ich mir einfach eine Situation her, die Situation mit den 380.000 Euro an Kosten. Das sind ja meine Kosten gesamt. Das waren 380.000 Euro. Diese 380.000 Euro fallen an, wenn ich 800 Stück verkaufe. Ich weiß jetzt, dass meine variablen Kosten bei 350 Euro pro Stück liegen.
Nachdem in diesen 380.000 die Kosten sowohl für die Variablen als auch die Fixen drin stecken und ich die Variablen schon kenne, muss ich die nur noch in der Summe ausrechnen und kann dadurch ermitteln, wie hoch die Fixen sein müssen. Indem ich jetzt einfach hergehe und ich mache hier mal eine Nebenrechnung. Ich rechne 800 Stück mal 800 Stück, doch Entschuldigung, mal 350 Euro, ist schon richtig. Das ergibt einen Wert von 280.000 Euro. Das heißt, der Anteil an den Kosten der Variablen liegt bei 800 mal 350, also 280.000 Euro, minus Kosten Variabel von 280.000 Euro. Gesamtkosten minus variable Kosten ist gleich Fixkosten. Und das sind in dem Fall 100.000 Euro. Die ersten zwei Aufgaben haben wir jetzt schon gelöst und können gleich direkt mit der dritten Aufgabe weitermachen. Die dritte Aufgabe lautet, wie hoch sind die fixen Stückkosten vor und nach der Absatzsteigerung? Also nochmal zur Erklärung, die fixen Stückkosten, das sind ja die Fixkosten bezogen auf ein Stück. Aber die ändern sich natürlich, wenn sich die Verkaufs- oder Produktionsmenge verändert. Wir müssen also jetzt nur noch die verschiedenen Produktionsmengen mit unseren Fixkosten ins Verhältnis setzen. Und da haben wir zum einen eine Situation, wo wir 800 Stück produziert haben, also unsere Fixkosten liegen bei 100.000 Euro. Das ist der Wert, den wir gerade eben errechnet haben. Und wir hatten vor der Absatzsteigerung einen Absatz von 800 Stück. Also teilen wir die 100.000 Euro durch die 800 Stück und bekommen die anteiligen Fixkosten pro Stück. Das sind in diesem Fall 125 Euro. Jetzt hatten wir ja eine Absatzsteigerung. Wir haben uns also von 800 auf 950 Stück gesteigert. Die Fixkosten sind aber, das ist ja das Wesen der Fixen, gleich geblieben, also immer noch 100.000 Euro. Aber die beziehen sich jetzt auf eine größere Anzahl produzierter Stücke und damit muss jetzt der Anteil der Fixkosten sinken. Und da schauen wir jetzt gleich mal, ob das stimmt. Wir haben also immer noch die 100.000 Euro, Fixkosten sind geblieben, geteilt durch die 950 Stück, die Menge nach der Absatz- bzw. Produktionssteigerung. Und wenn wir das jetzt ausrechnen, dann kommen wir auf einen Wert von 105,26 Euro. Und diesen Effekt der fallenden Fixkosten, den nennt man auch Fixkostendegressionseffekt. Zur nächsten Aufgabe. Wie hoch ist die Anzahl der zu verkaufenden Traumfänger, wenn alle Kosten gedeckt sein sollen und der Verkaufspreis bei 595 Euro liegt? Zunächst mal ist hier eine kleine Falle eingebaut, rein sprachlich eine kleine Falle, denn es handelt sich um den Verkaufspreis von 595 Euro und das bedeutet, in diesem Preis ist die Mehrwertsteuer enthalten. Wären Sie jetzt in der Prüfung nicht von alleine da drauf gekommen, wäre das keine Katastrophe gewesen. Sie hätten halt einen Punkt verloren und es hätten sich dann Folgefehler ergeben. Sie hätten mit ungeraden Zahlen weiterrechnen müssen. Wäre jetzt aber nicht die Tragödie schlechthin gewesen. Wir machen es aber natürlich gleich richtig und machen Verkaufspreis 595 Euro.
Und aus diesen 595 Euro müssen wir jetzt die Mehrwertsteuer noch herausrechnen, also 19%. Und das können wir tun, indem wir diesen Verkaufspreis durch 1,19 teilen oder durch 119 mal 100, geht genauso, was Ihnen besser gefällt. Ich nehme jetzt gleich die kürzere Variante, geteilt durch 1,19. Und wenn Sie das ausrechnen, dann kommen wir auf einen Netto-VK von 500 Euro. Und nur dieser Nettoverkaufspreis von 500 Euro, der ist für uns relevant, denn die Mehrwertsteuer, die geht ja weiter ans Finanzamt, die verbleibt ja nicht bei uns. So, die Aufgabenstellung lautet also, wie hoch ist die Anzahl der zu verkaufenden Traumfänger, wenn alle Kosten gedeckt sein sollen? Wir müssen als nächstes ausrechnen, wie hoch ist der Deckungsbeitrag pro Stück. Und was wir wissen ist, wenn das mein Nettoverkaufspreis ist, dass unsere variablen Kosten, denn das haben wir ja vorhin gemeinsam ausgerechnet, 350 Euro betragen. Somit habe ich wieder meinen Stück-DB. In dem Fall von 150 Euro. Wir wissen des Weiteren, dass die Fixkosten, das haben wir auch eine Aufgabe vorher ausgerechnet, 100.000 Euro betragen. Also Kosten fix, das sind die 100.000 Euro. Und das, was wir ja erzielen sollen, ist ein ausgeglichenes Ergebnis, also eine schwarze Null. Und das bedeutet, wie oft müssen wir ein Produkt verkaufen, wie oft müssen wir 150 Euro erwirtschaften, um auf 100.000 Euro für die Fixen zu kommen, indem ich einfach die 100.000 durch meinen Stückdeckungsbeitrag teile. Und dann kommt heraus ein Wert von gerundet 667, in dem Fall sind es Stück, sind, glaube ich, rein rechnerisch 667,6 Periode, macht aber hier keinen Sinn, weil es ja keine Komma-Stück gibt. Also hier macht es sinnvollerweise immer Sinn, tatsächlich auf das nächste ganze Stück aufzurunden, also 667 Stück. Ja, und damit kommen wir schon zu der letzten in dieser Aufgabenreihe, von dieser Aufgabe Nummer 2. Und die lautet folgendermaßen. Wie verändert sich die Gewinnschwelle, wenn zusätzlich eine Werbeaktion für die Traumfänger gemacht wird, die 7.800 Euro kosten wird? Es geht also jetzt darum, 7.800 Euro zusätzlich zu den Fixkosten zu erwirtschaften. Das, was wir bisher ausgerechnet haben, waren unsere Fixkosten. Und das waren die 100.000 Euro. Die müssen wir erwirtschaften. Und zusätzlich müssen wir jetzt noch erwirtschaften 7.800 Euro für die Werbeaktion. Also müssen wir zu den 100.000 Euro die 7.800 Euro hinzuaddieren. Das heißt, zu erwirtschaften sind jetzt 107.800 Euro. Unser Stückdeckungsbeitrag, der hat sich ja seit der letzten Aufgabe nicht verändert. Unser Stück-DB lag bei 150 Euro. Jetzt müssen wir halt die neue Kostensituation, also diese neuen Fixkosten, die müssen wir jetzt teilen durch unseren Stückdeckungsbeitrag, wie wir das vorhin auch schon gemacht haben. Also 107.800 geteilt durch die 150 Euro, die ich pro Stück erwirtschafte. Und wenn Sie das jetzt ausrechnen, ich muss hier mal wieder spicken, dann sind das in etwa 719 Stück. Gerundet. Und schon haben wir auch diese Aufgabe relativ kurz, schnell und schmerzlos gelöst.